Vögel können fliegen. Ja, das ist nicht falsch. Ergo, alles in Vogelform kann auch fliegen. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Angenommen, ich baue einen Vogel um einen Menschen herum. Oh, da brauchen Sie eine Menge Federn. Ja, ich dachte an etwas Stabileres, wie Eisen. Das schwere Zeug aus dem Tresor, Räume und Ambosse sind? Ja, es sollte schon stabil sein, damit die 400 Leute nicht aus dem Vogel rausfallen. Was um alles in der Welt stimmt nicht mit Ihnen, dass Sie denken, ein 80 Tonnen Eisenvogel mit 400 Leuten an Bord kann in der Luft bleiben? Wir nehmen einfach richtig viel Anlauf. Und dann schlägt es mit den Flügeln? Ah, das wäre keine gute Idee, weil die sind voll bis oben hin mit einer sehr brennbaren Flüssigkeit. Wow, ich kann also runterfallen und Feuer fangen. Aber nicht ertrinken, ich habe an Schwimmwesten gedacht. Fallschirme! Oh nee, wir machen so. Ketchupsaft? Praktikant, ich habe soeben die Mathematik erfunden. Gesundheit. Nein, nein, angenommen, ich habe 6000 Äpfel und gebe 12 davon ab. Wie viele bleiben mir? Wo haben Sie 6000 Äpfel her? Hypothetische Äpfel. Also ist die Antwort, Sie haben keinen Apfel. Flugzeug A und Zug B fliegen gleichzeitig los. Wie alt ist der Hamster des Piloten? Mir wird es schon helfen, wenn ich wüsste, wie man Steuern ausrechnet. Hast du gemerkt, ich habe auch noch Buchstaben hinzugefügt. Also mir ist schon ganz schwindelig von dem Scheiß. Nicht, dass du Fieber Notchi kriegst. Wenn, dann nur, weil es dumm und absolut realitätsfern ist. Du bist dumm mal 2. Ach ja, und Sie sind immer 3-mal dumm als ich. Geht nicht, weil du bist dumm mal unendlich mal schwarz. Schwarzes Loch. Wie kleiner Hypotenusensohn. Praktikant, ich habe soeben das Rollbrett erfunden. Ja und? Na, man steht drauf und rollt. Ah, aber warum? Jo, siehst du diese unendlich lange Treppe da hinten? Ja, für ein rollendes Brett ohne Bremsen sehr unpraktisch. Genau deswegen werde ich mich bei voller Fahrt mit meinem Brett in die Höhe katapultieren, auf den Handlauf springen, das Geländer hinunterrutschen und nach einer 360-Grad-Drehung sicher landen. Ja, Sie sollten das nicht tun. Ja, du hast recht. Ich sollte lieber eine Art halbe Röhre bauen mit 90-Grad-Gefälle, die mich am anderen Ende in die Höhe schießt, damit ich mich fast schwerelos um die eigene Achse drehen kann, bevor ich wieder punktgenau lande. Was ist der Sinn? Na, ansonsten würde ich mir doch alles brechen. Dann brauchen Sie eine Panzerung für Ihren ganzen Körper. Oder winzig kleine Plastikschalen nur für meine Knie. Ich hoffe wirklich, dass niemand jemals auf die Idee kommt, sowas zu bauen. Wir bauen es öffentlich zugänglich neben dem Kinderspielplatz. Na gut, ich halte Sie nicht auf. Ha, wie auch. Aua, der Bordstein. Ach, ich bin so froh, dass wir diesen supermassiven Wohnklotz gebaut haben, der uns vor den Gefahren der Außenwelt und der Witterung schützt. Praktikant, ich habe soeben überall Löcher in unseren supermassiven schützenden Wohnklotz geschlagen. Oh nein, warum? Ich nenne es Fernstarr. Dadurch kann ich in die Ferne starren, um zu schauen, ob es zum Beispiel regnet. Was uns egal sein kann, weil wir drin sind. Ja, und ich halte es trotzdem für nötig, das jedes Mal zu erwähnen. Also erstens habe ich jetzt seltsamerweise schlechtere Laune, obwohl ich warm und trocken bin. Und zweitens, was ist, wenn Leute von außen durch die Löcher kommen und uns unsere Dinge wegnehmen? Ja, keine Sorge, wir werden durch eine dünne Schicht durchsichtigen Sand geschützt. Das hört sich nicht sehr stabil an. Es gibt nur 2 Dinge, die das kaputt kriegen. Eine riesige Explosion in der Nähe oder ein kleines Kind mit einem Stein. Was ist, wenn jemand von außen durch das Fernstar guckt, wenn ich gerade unbekleidet bin? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein hüpfender Sprint dich in diesem Fall quasi unsichtbar macht. Ja, das ist gelogen. Wissenschaft! Praktikant, warum bist du so nass? Oh, ich habe nur meinen Kopf in den Fluss gesteckt, weil ich was trinken wollte. Ah, dann brauchst du meine neueste Erfindung, das Glas. Oh mein Gott, das Wasser steht in Ihrer Hand wie eine Säule. Sie sind Moses. Nein, du Trottel, damit kann man eine sehr viel kleinere Menge Wasser aus einer großen Quelle schöpfen und es später trinken. Heißt das, ich kann jetzt immer trinken, wann ich will? Ehrlich gesagt, seitdem ich das habe, vergesse ich zu trinken, bis mich ein stechender Kopfschmerz daran erinnert. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich dieses fast unsichtbare Glas in meinem peripheren Sichtfeld leicht übersehe und umstoße. Das wäre nicht so gut. Das ist eins der zerbrechlichsten Materialien, was ich finden konnte, um Flüssigkeiten von ihrer Umgebung zu trennen. Oh Mann, warum ist denn jetzt alles nass? So viel Wasser war doch da gar nicht drin. Selbst die Decke. Bloß keine Bewegung. Wir müssen dieses Zimmer im Umkreis von 20 Meter räumen, bis auch das letzte Atom dieses Glases weggefegt ist. Meine Füße weinen rote Tränen. Also ich nehme immer mein eigenes Bettzeug mit in den Urlaub. Ja, warum nicht? Und mein Bett. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Und mein Haus. Was? Ja, ich habe erfunden, dass ich Räder unter mein Haus schraube und es mit 100 Stundenkilometer hinter mir herziehe. Aber Hotels? Tja, ich bin halt gern unabhängig. Von Strom- und Wasserversorgung? Ach, mach dich nicht lächerlich. Ich habe einen 6 Liter Wassertank unter meinem Esstischbett. Esstisch? Bett? Aus Platzmangel habe ich einige Sachen zusammengelegt. Das Klo steht wortwörtlich in der Dusche. Moment, wenn das Klo nicht angeschlossen ist, was passiert dann mit... Oh, das werde ich eine Woche lang in einem großen Plastikbehälter sammeln und beten, dass in Kurven alles da bleibt, wo es hingehört. Also statt ein Hotelzimmer nehmen Sie Ihr eigenes Haus mit, das Sie selbst aufräumen und putzen müssen und indem Sie Kacke in einem Eimer sammeln. Nein, das kannst du nicht vergleichen. Ein Hotelzimmer ist viel größer. Ah, Sie fahren alleine. Nein, wir sind zu 6. Und 3 Hunde. Plus Fahrräder. Jo, Praktikant, hast du unseren neu entwickelten Corona-Test ausprobiert? Oh nein, ich habe einen Strich bei C wie Corona. Nee, das C steht für kein Corona. Aber kein schreibt man nicht mit C. Dann steht's halt für Kontrolllinie. Aber das schreibt man auch nicht mit C. Können Sie schreiben? Hör auf zu nerven. Es ist einfach nur eine Testlinie, um zu schauen, ob der Test gültig ist, okay? Und wofür steht dann das T wie zum Beispiel Testlinie? Das steht für total voller Corona, ist doch klar. Und wenn wir sagen, das T steht für Testlinie und das C für Corona? Tja, wir haben aber schon 6 Milliarden davon produziert. Dann müssen die Leute halt ein bisschen nachdenken. Okay, aber ein Strich ist gut. Das heißt, für mich ist das Ergebnis
Ergebnis positiv. Nein, positiv ist schlecht. Meine Fresse. Praktikant, ich habe soeben eine Serviette für den andersrum Mund erfunden. Warum kennen Sie eigentlich das Wort Mund, aber nicht das Wort Hintern? Frage, was haben wir bislang für den Braunkohleausschied benutzt? Moos, Stoffreste, Blätter, Steine, Tonscherben, dunkle Zeilen. Federvieh, Eichhörnchen, ein Stock. Sie haben Eichhörnchen dafür genommen? Jedenfalls dachte ich, warum nur ein Stock, wenn ich auch den ganzen Baum benutzen kann? Das, wo die Eichhörnchen zu Hause sind? Daraufhin habe ich verschiedene Baumarten gefällt, gehäckselt, gewaschen, gepresst und tada! Sie haben dafür ganze Wälder abgeholzt? Sei nicht traurig, für den maximalen Spaß der einmaligen Benutzung haben wir nostalgische Motive drauf gedruckt. Du hast mir mal die Luft zum Atmen geschenkt. Blümchen, Steine, Blätter, sogar Eichhörnchen! Hey Chef, guck mal, was ich erfunden habe. Praktikant, was denn? Ich sehe es nicht. Na, das hier überall, auf dem Schrank, auf dem Boden, auf dir. Dieses weiße, feine, fliegende Zeug, was man nur im Licht sieht? Genau, das habe ich aus mir selbst produziert. Ich nenne das Körperschnee. Ich muss sofort eine Gegenerfindung machen. Der Körperschneesauger. Ach Mano. Ab jetzt landet dein ganzer widerlicher Körperschnee zusammengepresst in diesem Beutel. Wow, der ist aber schnell voll. Soll ich ihn ausleeren? Nix ausleeren, den kaufst du schön jedes Mal neu. Ich glaube, ich lasse es drauf ankommen. Diese letzten 10% reichen bestimmt noch für 20 bis 30 Mal. Aha, und mit diesem super langen Saftungskabel kommst du schön überall hin. Also es ist wirklich sehr lang, aber diese letzten 10 cm da hinten erreiche ich nicht. Dann steck's halt in einen näheren Wandsafter. Oh, da muss ich bestimmt 5 Meter zurücklaufen. Na gut, der Großteil ist ja auch schon sauber. Ja, und da stehen sowieso noch meine Schuhe. Die sind eh immer schmutzig. Irgendwie hasse ich diese Erfindung. Aber wenn Besuch kommt. Ja, Besuch. Oh, wo bin ich? Oh, das kann ich erklären. Ich habe dich entführt. Das ist ein neues Startup, an dem ich gerade arbeite. Oh, wir waren verabredet? Das wäre das alte Ausführen. Mein Konzept basiert darauf, dich vorher nicht zu fragen. Ah, verstehe. Kann ich dann gehen? Ich habe eigentlich noch was vor. Ja, weißt du, ich habe dir Essen und Wasser gebracht und die Handschellen waren auch nicht gerade günstig. Na gut, ich kann dir Geld geben. Ich muss nur zum Automaten. Andererseits, wenn du nicht wiederkommst, bleibe ich wirklich auf einigen Kosten sitzen. Aber wenn ich hier bleibe, kann ich kein Geld abheben und ich brauche mehr zu essen. Ja, das ist wirklich verflixt. Ja, das ist nicht gut durchdacht. Oh, aber vielleicht kannst du Werbung bei deiner Familie machen, sodass die mir Geld geben und ich erlasse dir deine Schulden. Oh ja. Oh, sag, es geht dir noch gut, aber bald nicht mehr, weil uns das Geld und das Essen ausgeht und dann werde ich wirklich sauer. Aha. Ja, die sind nur froh, dass ich mal verabredet bin. Praktikant, ich habe soeben den Mad-Eagle erfunden. Oh, das ist das. Ich dachte, es wäre ein Fleischklumpen, den sie nach der Party über den Boden gekickt haben. Nein, es ist Fleischeskunst. Das Auge ist ja schließlich mit. Ah, sie wollen es braten und essen. Ja, kurz in den Ofen und dann geht's los. Oder sofort. Okay, ich habe gesehen, wie sie das bei 40 Grad in der knallenden Sonne zusammengematscht haben. Ich würde es wirklich gern einmal kurz ins Feuer halten. Anscheinend respektierst du nicht die Arbeit, die hinter diesem rosaroten Spaß für Jung und Alt steckt. Und jetzt Mund auf. Oh bitte, es ist doch nur ein Schritt von einer Frikadelle entfernt. Nein, es sieht aus wie ein wildes Tier und es soll auch so schmecken. Sie würden kleine Igel essen? Moment, hast du Enrico Iglesias mit Fell überzogen? Ich glaube, das ist Schimmel. Weißt du, was das heißt? Wir werden sterben. Ich habe die Mad-Maus erfunden. Yeah, ich besitze nun Bitcoins. Wow, kann ich die mal sehen? Nein, das ist digitales Geld. Ah, wie mein Online-Banking. Pff, nicht wie dein dreckiges Inflationsgeld. Ich rede von der Blockchain. Aber damit kann ich nicht bezahlen. Kryptowährung. Hä, das grüne Zeug bei Superman? NFT-Token. Jetzt erfindest du Wörter. Hashtag Q-Market to the Moon. Ich glaube, du hast selber keine Ahnung. Ach ja, und warum habe ich dann gerade 2 Millionen Mr. Bean Meme-Coins für nur je einen Cent gekauft? Du hast 20.000 Euro dafür ausgegeben? Tja, was kann ich dafür, wenn du nicht reich sein willst? Twitter, Rakete, 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 Mr. Bean, Diamant, jubelnde Hände, abfinden. Oh mein Gott, Elon Musk hat dir geantwortet. God shaves the Queen. Was? Shave? Oh mein Gott, was soll das bedeuten? Ja, das war bestimmt nur ein Tippfehler. Oh nein, keiner weiß es. Der Kurs ist um 10.000% gefallen. Ich bin ruiniert. Nein, warte, das ist der Name eines neuen Tesla-Modells. Er liebt es. Du bist reich. Ich hab schon alles verkauft. Praktikant, ich habe soeben einen Wasserfall in unserem Wohnklotz gebaut. Oh, der wird hier alles nass machen. Nein, nein, ein Mini-Wasserfall, der nur uns nass macht. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Sind wir nicht hier drin, um das Gegenteil von nass zu bleiben? Das stimmt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass immer mehr dreckige Natur an uns klebt. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass sie eine sehr starke Präsenz versprühen in der Luft. Danke. Das war kein Kompliment. Dusche. Und das war auch falsch. Nein, nein, so könnten wir den warmen Wasserfall nennen, der uns das Gegenteil von klebrig macht. Oh, ein beheizter Wasserfall. Genial. Ja, und dann völlig überraschend wird er wieder eiskalt. Und dann kochend heiß. Dachte ich auch. Also wir haben Menschen auf den Mond geschickt, aber wir können nicht die Wassertemperatur einstellen. Die Wissenschaft hat Grenzen, okay? Sie hat Grenzen. Praktikant, ich habe soeben Kinder erfunden. Ha? Abbildung ähnlich. Ich verstehe nicht, ist das ein normal großer Kopf auf einem kleinen Körper oder ein kleiner Mensch mit einem Riesenkopf? Ja, das wächst alles noch, allerdings in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit die nächsten 16 bis 18 Jahre. Und wo sind die Zähne? Ups, die habe ich wohl vergessen. Na, das wird wehtun, die nachträglich einzubauen. Zweimal. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, dass alles, was sie jemals gebaut haben, eine spitze Ecke direkt auf Kopfhöhe von dem Ding hat. Ja, es wird sehr teuer sein, dieses Ding instand zu halten. Wir haben Tiger domestiziert, dann kriege ich das Ding auch unter Kontrolle. Hey, hörst du auf zu jammern? Als ich in deinem Alter war, musste ich meine Lieblingsmusik auf 50 unbeschrifteten CD-Rohlingen raussuchen. Was Schlimmeres wirst du nie erleben. Mann, dieses Geschrei ist echt nervig, aber weißt du was? Ich gebe dir die Schuld. Wir sollten uns auf jeden Fall weniger treffen. Bitte? Ich ziehe einen Menschen groß. Das Einzige, was sie können, ist Geld haben und geduscht sein. Yo, chill, iss mal Snickers. Ich will keinen Stress vom Urlaub. Ich hatte schon 3 Sandkuchen. Praktikant, ich habe soeben das Beinkleid erfunden. Was ist falsch an unseren Körperlappen? Ich würde lieber jedes Beinglied einzeln in einen engen Schlauch quetschen. Oh, aber ist das nicht ungemütlich beim Schlafen? Dafür gibt's natürlich eine extra weite Version. Man braucht 2? Ja,
Für jede Aktivität und Eventualität braucht man von nun an extra Gliederschläuche. Das hört sich sehr eng an. Was ist, wenn ich zunehme? Dann kaufst du es neu. Und wenn ich wieder abnehme, dann kaufst du es neu. Und wenn es sehr warm ist, wir schneiden die Hälfte ab und verkaufen es für den gleichen Preis. Oh, was ist, wenn man noch eine kleine Version hat, die man unter die große Version zieht? Ah, und wenn man es darunter zieht, nennen wir es... Oh, ich habe schon sowas. Ich nenne es Popolappen. Dafür brauchen wir für jeden Tag eins. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Praktikant, ich habe soeben Schlafen erfunden. Wie konnte ich nur denken, dass das echt ist? Frage, was tun wir normalerweise nach der Arbeit? Also ich setze mich 8 Stunden lang im Dunkeln hin mit einem spitzen Stock in der Hand und warte, bis das helle Ding wieder angeht. Ja, diesen Teil kannst du nun überspringen. Oh, und wie? Mit bewusstlos sein. Ja, das ist keine gute Idee. Wenn es dunkel ist, kommen manchmal Leute und nehmen mir meine Dinge weg, auch meinen spitzen Stock. Danach bist du viel stärker und schlauer. Und währenddessen? Ein wabbeliger Muskellappen, aus dem Sabber läuft. Na, war wieder mein Opa die Vorlage dieser Erfindung. So verarbeitest du besser die Geschehnisse des Tages. Ich weiß genau, was ich tagsüber gemacht habe. Und erinnerst du dich auch daran, wie du heute zur Arbeit geflogen bist? Ja, ich bin geflogen. Ja, und du hast deine Hose vergessen. Was? Nein, 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 nein. Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Praktikant, ich habe soeben Schlafen erfunden. Praktikant, ich habe soeben den Tag der Mutter erfunden. Ah, das ist der Tag, an dem wir gegen unsere Mütter demonstrieren, weil sie uns kein iPhone 12 kaufen. Aber nein doch, das ist der Tag, an dem wir diese verwelkten Blumensträuße loswerden, die seit 2 Wochen im Lager gammeln. Ich soll der Frau Blumen schenken, die mir Leben geschenkt hat in dieser iPhone 12-losen Welt. Und dazu bringst du ihr Frühstück ans Bett. Okay, mal angenommen, ich reiße wirklich jede Wurst- und Käseverpackung auf, die ich im Kühlschrank finden kann. Und denk auch an Rührei mit extra knuspriger Schale. Und dann wüsste ich noch, wo die Kaffeefilter sind und balanciere den ganzen Kram zum Bett. Was hab ich davon? Na, wir drücken damit unsere Wertschätzung aus, indem wir unseren Müttern einen Tag im Jahr etwas zurückgeben. Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Na siehst du, und die Schweinerei vom Frühstück in der Küche kann sie auch morgen wegmachen. Nein, ich will keine Singles aus meiner Umgebung kennenlernen. Praktikant, ich habe so Briefe erfunden, die du auf deinem Telefon lesen kannst. Oh mein Gott, heißt das, ich muss nicht mehr mit meiner Mutter reden? Genial, oder? Meine tippt gerade was. Oh, meine auch. Bitte .2 Meld für dich gezeichnet Mamas. Meine tippt noch. Ja, jetzt schickt sie mir Bilder von dem Hund, der angeblich sagt, Frauchen hat eine neue Nummer, gezeichnet Mr. Fluffy. Warum tippst du so viel? Was willst du mir sagen? Oh nein, wusstest du, wenn ich Peter Fake annehme, dass er alle meine Kontakte hackt und das Internet zerstört, gezeichnet Mama? Na gut, vielleicht ist es einfacher, wenn ich kleine Symbole hinzufüge, die Emotionen ausdrücken. Was passiert hier? Das ist zu viel! Das ist zu viel! Sie tippt immer noch! Peter hat gesehen! Meine Mutter sagt, halt!